Bei der Botulinumtoxinbehandlung werden vorwiegend Falten behandelt, die durch die mimische Muskulatur bedingt sind. Da das Botulinumtoxin ein Bakteriengift ist, das die Übertragung vom Nerven auf die Muskelfaser lähmt und dadurch der Muskel nicht bewegt wird. Es sind besonders Falten der oberen Gesichtshälfte, wie die Zornesfalte, die Querfalten auf der Stirn und die Krähenfüßchen, die behandelt werden. Die Behandlung ist sehr problemlos. Es wird eine kleine Menge einer Flüssigkeit in die Muskeln gespritzt. Das dauert einige Minuten. Man ist danach wieder völlig gesellschaftsfähig. Man merkt eigentlich nichts danach. Vorbehandlungen sind nicht notwendig. Es kann in jeder Jahreszeit gemacht werden, auch in der warmen Jahreszeit. Die Wirkung des Botulinumtoxins beginnt circa nach 3 bis 5 Tagen und erreicht nach 10 bis 14 Tagen das Maximum. Und dann ist es je nach Region und nach Patient, wird es unterschiedlich schnell abgebaut. An der Zornesfalte hält es so 6 bis 9 Monate, an der Stirn und bei den Augen etwas weniger lang. Vor der Behandlung muss eigentlich nichts beachtet werden. Danach sollte so 3 bis 5 Tage, bis die Wirkung einsetzt, sollten Dinge vermieden werden, die zu einer erhöhten Durchblutung des Kopfes führen, wie Sauna, übermäßiger Sport. Wenn die Wirkung eingesetzt hat, dann kann man wieder alles machen. Im Preis inkludiert ist die Beratung, die Behandlung und die Kontrolle nach 14 Tagen. Der Preis richtet sich je nach Region. Für die Zornesfalte muss man ab 150 € rechnen.